So, hallo zusammen. Wir spielen hier mal eine Runde Dawngate. Das ist ein neues MOBA von EA, ist es glaube ich. Also im Moment noch in der Closed Beta. Das ist glaube ich die dritte Woche, dass die Beta läuft. Immer freitags kann man spielen. Ich habe irgendwie noch einen Beta-Key ergattert und jetzt bin ich hier in der Champion-Auswahl. Ich bin Lammhüter, mein Alternativ-Account. Ich werde einen taktischen spielen, das heißt Support. Und zwar Seri, das ist. Die spielt sich. Ich habe es im letzten Spiel mal gespielt, die spielt sich ein bisschen ähnlich wie Lulu. Schmeißt mit Farbe rum und so und ja. Drei Tacticians. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich spiele mal das Lotto, das ich bis jetzt immer gespielt habe. Man kann im Prinzip hier seine Passive auswählen und seine Rolle, die einem auch nochmal spezielle Passive gibt. Insgesamt mein drittes Spiel und mein drittes Spiel mit Seri. Ja. Das letzte habe ich gewonnen, das erste verloren. Mal gucken, wie es jetzt ausgeht. Gladiator Seri im Gegner. Gladiator ist im Prinzip so die Carry-Rolle. So, wir können ganz normal, haben vier Fähigkeiten. Wir können im Prinzip unseren, was bei LoL die Summoner Spells sind, das können wir hier auswählen. Das ist im Prinzip so ein Arzt. So, dann können wir hier Items kaufen. Ich hole mir erstmal Leben und Health Regeneration und zwei Tränke. Ja, und dann gehe ich, glaube ich, mal Toplane supporten. So, ihr seht schon, die Maps hat zwei Lanes. Nicht drei wie bei LOL. Jeder Charakter hat ein Ward. Auf einem 3 Minuten Cooldown. Es gibt Brush. 30 Sekunden, until Minions spawn. Jo, lass mal schauen, wie es ausgeht. Okay, die Türme, die funktionieren wie auch. Wir haben auch eine doppelte Funktion, die funktionieren auch wie Inhibitoren. Das heißt, wenn der Gegner es schafft, einen unserer Türme zu zerstören, bekommt der Gegner stärkere Belagerungsminions, kann man sagen.
Gute ist, dass das Spiel, dadurch, dass das Spiel ziemlich neu ist, kennen sich die meisten Leute damit noch nicht wirklich aus, so wie ich. Das heißt, sie sind alle ungefähr auf dem gleichen Level. Ich trinke noch schnell Trank. Uah. Hui, First Blood für mich. Okay, dann werde ich wahrscheinlich diesmal versuchen, ein bisschen mehr auf Schaden zu gehen. Das Attributsystem funktioniert ja auch deutlich anders als bei League of Legends zum Beispiel. Es gibt nicht, also Angriffsschaden und Fähigkeitsstärke sind nicht unterschiedlich, sondern das ist ein Attribut namens Power. Das gleiche gilt für Angriffsgeschwindigkeit und Cooler Reduction, das heißt Haste. Dann gibt es noch Mastery. Das ist so eine Art. So ein Mittel. Mit Mastery, das gibt einem entweder kritische Trefferchance oder Bonusschaden, wenn man Magier ist. Muss nicht übermütig werden. Was ihr auch seht, ich habe keinen Mana. Es gibt irgendwie nur sehr wenige Champions hier, die irgendwie Ressourcen brauchen zum Fähigkeiten zaubern. Ist irgendwie schwierig, das nehmen wir so einfach zu erklären. Na, wir jetzt müssen. Da haben wir jetzt beide unsere Ultis verbraten, glaube ich. Ah ne, hier ist ja noch gar nicht Level 6. Oh, ich hab schon über 2000. Wim. Ja, ich glaube, ich brauche dann ein bisschen Carry lieber. Naja, der versucht mich gerade zu ganken. Hab ich das auf der Karte doch richtig gesehen?
Na, das klingt relativ gut. Boah, der geht ab. Jetzt habe ich 2400 Gold, dann gehe ich glaube ich mal zurück. Also was auch noch eine Besonderheit sind, das sind diese Spirit Wells. Die geben einem passiv Gold, wie man hier sieht, und man kann im Prinzip diese Arbeiter killen oder die Spirit Wells ganz einnehmen. So. Und wieder zurück auf meine Lane. Your team has captured a spirit well. Na, jetzt habe ich vergessen, das Einheit zu kaufen. Oh, das ist nicht so richtig. Go, go, Power Rangers. Ally double kill. An ally is unstoppable. Your binding is under attack. Wo sind die jetzt alle hin? Okay. Lass die Siri wieder. Jo, da geht er mal ganz schön ab, der Gute. Wieder eine ganze Menge Gold durch Assists gekriegt. Mir macht das Spiel Spaß. Auch wenn ich noch nicht ganz so wirklich weiß, wie es funktioniert. Und immer wieder erst da. Das ist im Prinzip jetzt so eine Art wie Aegis of... wie... Lock of the Iron Solari, das heißt, das gibt meinem ganzen Team ein Schild. So, jetzt kann ich auch mal einkaufen gehen. Genau, das ist auch noch, gibt es halt Leben, Magic Resist und Rüstung. Power. Und wieder auf die Botlane. Ich finde es irgendwie relativ interessant durch den großen Jungle.
Auch wenn ich jetzt noch nie gejungelt habe. Aber das sieht so aus, als könnte man einiges rausholen. So, da komme ich. Und weiter mit pushen. Das gegnerische Team ist alle, sind alle bei den Spirit Well auf der Top Lane. Und wir sind gleich bei deren Base Turret. Achso, irgendwie hilft einem LoL gespielt haben bei diesem Spiel ganz schön weiter. Das ist so eine Mischung zwischen, dieses Viech war glaube ich so eine Mischung zwischen, das ist der Parasit, das ist so eine Mischung zwischen, am Anfang von Freelance ist es im Prinzip wie Dragon und später im Spiel dann ist es wie Baron, das heißt es gibt einem einen ganz massiven Buff. Großteil des Teams Top Lane. Das heißt, ich werde da auch mal hingehen. Also ich denke, was hier unheimlich hilft, ist die sind die ganzen Map Awareness Sachen, die man bei League of Legends lernt. Noch so ein bisschen Positioning und sowas. Ich habe kritische Hits. Warum auch immer. No! Also um kurz über meine Fähigkeiten zu gehen, meine Q ist ein, macht Schaden in dem Bereich, slowt und senkt die Magic Resist von meinen Gegnern. Meine W gibt meinen Verbündeten einen Teil von meinen Fähigkeiten im Prinzip. So, und jetzt kämpfen wir im Prinzip gegen den gegnerischen Nexus. Der noch so ein paar Extras eingebaut hat, wie man hier sieht.
Mit meiner W teile ich im Prinzip meine Fähigkeiten, kriege passiv, glaube ich, Bonus-Power. Wir sind hier gerade offenbar ziemlich am Gewinnen. Ich sitze hier gerade auf 4000 whatever. Wim heißen die. Ist der auch für Zauber anfällig? Nö. Also wir geben den gerade, glaube ich, ziemlich übel mit. Hui, zweiter Kill. Okay. Jetzt kriegen wir den gleich down. Und Spiel gewonnen, so schnell geht das. Auch wenn ich jetzt noch nicht sonderlich viele. Okay, das war's. Your team is victorious. So this happens over and over? Forever? Or will it end someday? Okay. Dann mal vielen fürs Zuschauen. Ich kann jetzt vielleicht nochmal kurz die Rollen erklären. Was man hier sieht, es gibt eben einmal die taktischen Rolle, das ist quasi der Support. Die Besonderheit daran ist, dass man, wenn man in der Nähe von dem Creep steht, wenn der stirbt und ihn nicht selber lastet, kriegt man Bonusgold und man bekommt Gold dafür, wenn man einen Gegner mit einer Basic Attack trifft. Dann gibt es Gladiator, das ist im Prinzip die Carry-Rolle, die man bekommt, wenn man Last Hits in kurzer Reihenfolge hintereinander bekommt, einen stackenden Goldbonus. Und man bekommt, glaube ich, einen stagnant Chance-Bonus für aufeinanderfolgende Basic Attacks oder so. Dann der Hunter, das ist der Jungler, der bekommt Bonus. Ne, der regeneriert Lebenspunkte, wenn er Jungle Creeps killt. Und den Rest, was der noch hat, habe ich vergessen, muss ich irgendwann mal spielen. Predator, der bekommt Bonus Gold für Champion Kills, ist also so eine Art Assassine. Ja, genau, das sind so die vier Rollen. Was gibt's, also was eben die Summoner Spells, die fällt man, wie ihr gesehen habt, in-game aus. Da gibt's eben verschiedene. Blink ist im Prinzip wie Flash, 3 Minuten Cooldown, glaube ich, ne, 5 Minuten Cooldown. Dann Stasis ist so eine Art Sonja's Hourglass. Tailwind, wahrscheinlich sowas wie Ghost, habe ich selber noch nicht benutzt. Wither ist ähnlich wie Exhaust. Deflect, das hatte ich, das ist so eine Art, Locket of the Iron Solari. Dann Vanquish ist im Prinzip das Smite-Äquivalent für die Jungler. Bastion weiß ich leider nicht viel. Vermutlich erhöht es irgendwie Magic Resist und Armor. Joa. Was man gesehen hat, die Carries, wir wurden hier gerade ziemlich hart gecarried von den beiden. Obwohl er nicht ziemlich tanky gebaut hat. Da wird der voll Schaden.
Genau, was es eben auch noch gibt, ist Mastery. Da hat er eben relativ viel Mastery und sehr, sehr viel Power. Gut, an dieser Stelle beende ich mal die Aufnahme. Ich hoffe, ihr konntet einen kurzen Einblick in Dornbeck gewinnen. Ich weiß, nicht so sonderlich gesprächig, aber ich habe das dritte Spiel. Insofern muss ich da noch eine ganze Menge lernen. Und ja, vielleicht gibt es bald mal wieder ein Video zum Thema Dorngate. Bis dann. Ciao.